Ruhe bewahren und fokussiert weiterarbeiten. Das sind die Vorgaben von Cheftrainer Carsten Baumann an sein Team vor dem wichtigen Heimspiel gegen Borussia Dortmund 2. Nach der knappen Niederlage in Unterhaching soll am Sonnabend die Siegesserie in der DKB Arena ausgebaut werden. Der Gegner wird jedoch ebenfalls aufs Ganze gehen, denn er muss dringend punkten. Ja, ähnlich stark wie Unterhaching. Das wird auch eine Mannschaft, die sehr spielerisch stark ist. Kleine Spieler, sehr wendige, schnelle Spieler. Und da haben wir letzte Woche gesehen, wie gut die sein können. Und da müssen wir aufpassen und alles in die Waagschale werfen, damit wir das gewinnen. Unter den trippelstarken Dortmundern werden mit Edison Jordanov und Nikolaos Ioannidis auch zwei bekannte Gesichter sein, auf die unsere Defensive aber vorbereitet ist. Ja, ein bisschen haben wir drüber gesprochen, auf was man ein bisschen achten sollte oder wo ihre Stärken sind, aber wir beschäftigen uns mehr mit uns als mit dem Gegner. Damit unsere Profis gegen den BVB 2 mit großem Selbstvertrauen angreifen können, muss natürlich auch die Kulisse stimmen. Und wenn es nach unserem Innenverteidiger geht, darf diese gerne größer ausfallen. Wir hoffen, dass so viele wie möglich von euch hierher kommen. Wir brauchen die volle Unterstützung und da brauchen wir jeden von euch. Der Stadionbesuch lohnt sich diesmal übrigens gleich doppelt. Auf euch wartet nicht nur das spannende Match gegen die Borussen, sondern auch die Chance auf ein Freundschaftsspiel gegen Hansa in eurer Heimatstadt. Unser Verein hat nämlich zum großen MV-Städteduell aufgerufen. Sollten zu den letzten beiden Heimspielen unseres Teams zusammen insgesamt 35.000 Zuschauer den Weg in die DKB-Arena finden, haben wir tolle Preise für die Städte, aus denen die meisten Hansa-Fans kommen. Alle Informationen zum Städteduell findet ihr auf www.fc-hansa.de. Bei unserer Mission MV ist Weiß-Blau haben wir eine tolle Neuigkeit für euch. Ab sofort bekommt ihr auch direkt in Demmin, Grimmen, Sternberg und Roggentin Tickets für unsere Heimspiele. Mit diesen 4 Neuzugängen haben wir nun 33 Vorverkaufsstellen im Land. Karten bekommt ihr ebenfalls in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen. Und wenn ihr schon mal dort seid, könnt ihr direkt die 12. Eiswelt unseres offiziellen Co-Sponsors besuchen. Das Besondere, Hansa-Mitglieder sparen ab sofort beim Eintritt satte 50%. Und auch beim Zirkus Roncalli könnt ihr als Mitglied der Kogge sparen. Der Kultzirkus, und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, hat derzeit seine Zelte im Rostocker Stadthafen aufgeschlagen. Die bereits da waren, sind verzaubert und begeistert. Es lohnt sich also. Und als Hansa-Mitglied gibt es für euch sogar 20% Rabatt auf den Eintritt. Zwar nicht artistisch auf dem Trapez, dafür aber gerne mal auf dem Fußballplatz, kicken die Spieler unserer Nachwuchsakademie. Und das trotz des baufälligen Kunstrasenplatzes. Um die Ausbildung bei unserem Club noch besser zu machen und ein neues Trainingsspielfeld zu finanzieren, haben wir im November 2014 das Projekt für Hansas neue Helden gestartet. Nun, 5 Monate später, wurde ein großartiger Meilenstein erreicht. Über 1000 Felder sind belegt. Auf www.hansas-neue-helden.de erhaltet ihr alle Informationen, wenn auch ihr für virtuelle Quadratmeter spenden wollt. Oder ihr unterstützt das Projekt über unsere Hansa-Auktionen. Noch bis Sonnabend läuft die Versteigerung eines Guido Buchwald-Trikots. Der Weltmeister von 1990 hat das Jersey beim Benefizspiel für das Team von Paule Beinlich getragen.